So. Habe ich jetzt hier gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Also müsste hier so ein Ding hin. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, das passt. Halt. So. Fupp, 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 fupp. Kommt doch und holt mich. Für den Anfang. Wie hätte er denn gern den Boden von dem von der XP-Farm? Alles Kobbel. Keinen großen Aufriss machen für diese temporäre Geschichte. Okay. So. In die ausgereifte XP-Farm. Na, die besteht ja komplett aus Wolle, teilweise. Die würde ich dann unters Haupthaus packen. Du würdest so unters Haupthaus packen wollen, wenn denn gesagt wird, was wir damit machen sollen. Ja, genau. Na gut. Für die temporäre Geschichte hast du gesagt, alles aus Kobbel. Ganz einfach. Keinen großen Aufwand. Na gut, dann machen wir das. Loch im Boden. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also brauchen wir eigentlich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das ist das Areal, was wir brauchen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, nicht ganz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, dann müssen wir da in die Tiefe, ne? Moment, ich guck gleich. Wenn der Zuschauer jetzt sehen könnte, wie ich hier, was ich hier gerade für einen Murks mache. Ah, das liegt noch ein bisschen an der mangelnden Rechnerpower, dass der TK das noch nicht so aufzeichnen kann. Eine Aufnahmeperspektive aus der Sicht des TKs wäre mir eigentlich auch mal ganz lieb. Ich würde ganz gerne mal sehen, was ich hier teilweise von Murks veranstalte. Also so aus meiner oder aus einer anderen Perspektive sehen. So, und hier wäre dann quasi die goldene Mitte. Ja.
Ja, du musst durchs Haus kommen. Durch den Anbau. Bin ich jetzt so faul zu. Das war so klar. Okay. Da würde ich das reinbauen. So. Das da wäre die Mitte. Sieht ja. Ja. Okay. Dann, wenn wir den Spawner direkt hier hinstellen, muss der Fußboden noch zwei tiefer. Zwei tiefer? Ja. Okay. Dann gehen wir doch einfach noch zwei tiefer. Wenn ich den Ring um die Fackeln rumrum mit abnehme, dann sind wir auf einem Feld von 8x8. 8x8 hat keine Mitte. Also keinen Block. Eben. Kein Block in der Mitte. Eben. Das Infield davon, also ich baue das gleich nochmal um, siehst du gleich. Das Infield davon hat 49, weil 7x7 und da ist eine Mitte. Okay. Ich baue dir das gleich nochmal um, damit du das Infield sehen kannst, wo die Mitte hinkommt. Geht also gleich weiter. Nicht verzagen, den Master fragen. Was? So. Genau. So, und da hätten wir dann ein Infield von 7x7. Kannst ja mal abzählen, ob das jetzt noch so stimmt, aber es müsste so passen. Jo. Kommt hin. Na, perfekt. War schon mal eine gute Idee. Bin am Verhungern. So. Dö, 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 dö.
Oh. was mache ich denn da? Na, was machst du da? Scheiße bauen, wie immer! Richtig. Die Spinne geht mir auf den Zeiger. Gleich schicke ich sie in die Tiger. Was? Hinab. So. So, stimmt das? So, dann einmal hier. Fertig. Der Nachteil bei der XP-Farm ist, ein Player muss immer dran rumeideln. Das heißt, wir müssen also einen Player später immer in Höhe des Spawners aufstellen. Ja. Der dann da dafür sorgt, dass die Monster auch da rauskommen, aus dem Spawner. Und dann kann es weitergehen. So. Ich werde mich mal hier runterbuddeln. Ich werde mir jetzt erstmal diese Spinne hier einverleiben, die ganze Zeit angefahren wird. Jetzt reicht's aber auch. Komm her. So, genug Angriffe gefahren. Ich habe doch hier so wunderbare Dinger. Die kann ich doch mal verwenden. So. Dann hört das nämlich da oben auf mit dem Theater. Fupp. Dann können wir hier noch. Und natürlich wird es draußen dunkel. Was mich aber gerade nicht stört, da wir ja hier Licht aufbauen. Und damit können mich die Monster malen. So. Knips. Habe ich nicht aufgepasst. Ach, das ist jetzt auch wurscht. Fail. Da, weg mit dem Ding. Hin mit dem Ding. Aus jetzt. Oh. Hier sollten wir tunlichst nicht runterfallen. Besser ist das. Wie kommt denn der Tiger da wieder rauf? Ich hab schon mal. Hat er sich denn eine. Hat er denn Leitern mit? Leitern sind hier gerade sehr unpassend. Okay. Weil das der Sturzkanal für die Skelette wird. Ach so, stimmt ja. Falsche Richtung. Da muss ich hin.
Göbel. Göbel, Göbel, Göbel. Baumsetzling. Dann haben wir noch Monster. Tops. Quartz Crystal kann ich weghauen. Den braucht keiner. Erde. Hauen wir dahin. Fichtenholz heben wir auf. Dann nehmen wir uns dann sicherheitshalber mal noch so ein Äxtchen mit. Hi! So, was machen wir nun? Nehmen wir noch ein paar Fichten auseinander. Sehen gleich wieder ein paar neue ein oder setzen gleich wieder neue, weil wir ja noch ein paar Fichten brauchen werden. Wo befindest du dich gerade? Im Moment an der Baumfarm. Okay, wenn du zur Mine zurückkommst, bringst du dann mal Wassereimer mit? Vier? Natürlich. Vier Stück? Hätte ich sogar da. Bring ich gleich mit. Boah, da boxt der Zombie im Kettenhemd. Hey! So ein bisschen noch das Blattwerk auseinander. Setzen gleich ein paar neue Bäume rein und dann bringen wir dem TK mal Wasser. Für die Skelett-Pool-Party.